Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war in der Drogerie bei DM und ich habe so ein paar schöne Beauty-Produkte, für mich ganz neue Sachen und Herbstdeko. Und die zeige ich euch jetzt. Los geht's. Ja, da fange ich sofort an. Darüber freue ich mich so sehr. Das ist diese Catrice 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. Da habt ihr mir nämlich geschrieben, dass das wohl der tollste Dupe zu Natasha Denona ist. Ja, und jetzt endlich habe ich die. Ich bin ja echt gespannt. Die Farben sehen super schön aus. Die Verpackung, ja, die ist wie von Natasha Denona. Das ist fast das Gleiche. Und hier könnt ihr die Farben mal richtig gut sehen. Na, das sind auch so meine Farben. Das sind richtig tolle Farben jetzt so für die Jahreszeit. Da kann man so dramatische Looks schminken. Also hier mit dem ganz braunen natürlich und die Goldtöne. Oh Gott, ich bin echt gespannt. Das ist die Farbe Soft Rose Look 020. Und ja, ich bin total gespannt. Ich freue mich, dass ich die jetzt habe. Ich war natürlich noch nicht drin. Es sind matte Töne, schimmernde von Catrice für sehr kleines Geld. Also ich werde die testen, weil ich habe ja die von Natasha Denona und die liebe ich. Oh Gott, ich werde mir die unbedingt wahrscheinlich auch nachkaufen, weil ich die fast jetzt aufgebraucht habe. Ja, ich habe den Lidschatten leer. Da sind jetzt noch zwei, die nicht leer sind. Und mal gucken, wie die ist, wie ich mit den Farben hier klarkomme. Also, das war das erste Produkt. Dann finde ich, ich feiere die Pinsel von Ebelin. Und ich weiß, ich hatte da vor Jahren auch schon mal einen gekauft. Ich packe den jetzt gleich mal aus und zeige den euch, wie der jetzt ist. Ja, das ist, sind tolle Pinsel. Ich muss den einmal hier rausholen. Dann zeige ich mir euch gleich. Also hier ist die Verpackung. Und das ist ein, ja, der ist schön weich. Das ist so ein Soft-Touch, fühlt sich an. So sehr angenehm. Und was ich halt so super wichtig finde, ist, man kann damit halt so ganz toll verblenden. Also ich muss mal gucken, wie das ist. Ich habe so einen ganz dünnen, mit dem ich quasi so in diese innere Lidfalte reingehe. In diese Crease, aber damit könnt ihr halt perfekt verblenden. Ich zeige ihn euch jetzt mal in der Nähe, dann seht ihr ungefähr so die Spitze, ne? Also der ist optimal. Genau, und ich habe von Ebelin Pinsel und ich wollte jetzt unbedingt wieder einen Blendepinsel, weil man die ja auch so oft wäscht und da kann man ja auch nie genug haben. Ne? Gebe ich jetzt auch mal zu, ich kann nie genug Pinsel haben. Werkzeug. Was ich aufgebraucht habe und mir jetzt wieder nachgekauft habe, ist von L'Oreal Age Perfect dieser Concealer. Das ist, müsste der hellste Ton sein. Da müsst ihr mal schauen, da steht jetzt hier direkt gar keine Farbe, aber ich habe mir einfach den hellsten genommen. Doch hier, 01 Ivory. Das ist meine Farbe, mit der komme ich super gut klar. Und ich finde den sehr, sehr, sehr gut. Also ich trage den regelmäßig auf am Morgen. Aber ganz wichtig ist die Augencreme, die ihr drunter tragt. Und da habe ich ja die von Dalton, die Q10. Das ist die beste Augencreme. Ihr braucht wirklich keine andere. Also ich habe so viele Augencremes ausprobiert, wo das dann irgendwann so spannt. Da kriege ich die Krise. Ich brauche wirklich was sehr Reichhaltiges, was die Augen so schön feucht macht. Und das ist die Q10. Und dann darüber so ein Tupfer, aber nur so in diese inneren, hier vorne, also bloß nicht das ganze Auge, ne? Nur hier vorne rein und dann streiche ich das so ein bisschen aus und das reicht. Das ist für mich die perfekte Abdeckung, ja, der Concealer von Age Perfect und das ist ja diese Serie, also für Frauen ab, da hat doch damals Iris Berben und diese ganzen tollen Schauspielerinnen haben da Werbung gemacht, also für ältere Frauen, reifere Frauen, geht aber auch für junge Frauen, könnt ihr genauso nehmen. Müsst ihr halt schauen, ob ihr da sehr ölig seid. Wenn man jünger ist, hat man ja teilweise vielleicht eine öligere Haut. Obwohl, das ist Quatsch. Es haben auch ältere Frauen eine sehr ölige Haut. Und trotzdem ist es hier innen irgendwie gut gepflegt. Dann kommen wir mal direkt zum Nagellack. Den trage ich heute auch. Das ist der Essie. Und das ist die Farbe Not Ready for Bed. Jetzt könnt ihr das lesen. Und ich bin drauf gekommen über mein Nagelstudio. Ja, ich liebe es. Ich habe ein kleines Nagelstudio. Wo ich regelmäßig reingehe natürlich und meine, also ich habe kein Studio, das gehört nicht mir. Da ist ein Nagelstudio, das ich regelmäßig besuche und die machen, ich liebe es, vor allen Dingen auch Pediküre, Maniküre habe ich jetzt auch irgendwann, also Maniküre muss man ja nicht so oft machen. Das macht man, machen die, also man kann es natürlich alle 2 Wochen machen, kein Ding,
Aber das muss ich nicht. Mir reicht es, wenn die das vielleicht einmal im Monat schön machen und dann kann ich den Rest selbst machen. An den Füßen habe ich sehr gefeiert. Im Sommer bin ich da super gern hingegangen. So, und da suche ich mir dann immer eine Farbe aus. Und es war dann diesmal diese. Und dann stand da der, du hast ja in diesen Büchern im Nagelstudio nur Nummern. Und ich wusste die Nummer nicht und ich fand die Farbe so toll. Ich habe die jetzt auch auf den Füßen und an den Fingernägeln, habe ich sie mir jetzt selber nachlackiert. Und dann habe ich da geguckt. Dann habe ich mir sofort eine Notiz gemacht im Handy, dass ich den Namen nicht vergesse, weil ich kannte diese Farbe noch nicht. Die ist ganz neu in meiner roten Nagellacksammlung von Essie. Und was auch ganz neu ist, ist für mich von Trended Up dieser Super Glow Baked Blush. Und der sieht so toll aus. Ich zeige ihn euch gleich in der Nähe. Das ist die Nummer 010. Oh mein Gott, der ist so schön. Oh, ich freue mich so, wenn ich den benutzen kann. Jetzt seht ihr diesen traumschönen Blush. Oh mein Gott. Also so ein gebackener mit Gold. Oh Gott, ich bin so begeistert. Muss auch immer dran riechen, riecht aber nach nichts. Und ja, sind so leichte Schimmerpartikel. Mal gucken, wie der sich so macht. Ich habe den natürlich noch nicht probiert. Mache ich morgen sofort im Bad. Freue ich mich drauf. Ist so ein schöner, kühlerer Ton, ne? Jetzt so für die Jahreszeit. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Worüber ich mich auch freue, ich feiere diese Mascara, ein Nachkaufprodukt. Die habe ich erst dieses Jahr im Sommer zufälligerweise bei Budni auf Sylt für mich entdeckt. Dieser Lash Changer, diese Volume Mascara von Catrice. Das ist hier so diese rosé-goldene Verpackung und die finde ich genial. Also ich finde, damit komme ich super klar. Ich habe die auch jetzt drauf. Das ist so meine liebste Mascara im Moment. Aber ich kam auch an der nicht vorbei. Das ist diese Lift Up von Catrice. Ich bin total gespannt, wie die ist. Die mache ich jetzt auch einmal auf, weil ich die andere habe ich noch als Backup. Die will ich jetzt nicht aufmachen, weil die ist ganz neu und ich benutze meine noch. Aber die kommt ja jetzt direkt ins Bad. Puh, ja, das ist so, habt ihr gehört, ne? Die da rauskommt. Und das ist so eine Gummibürste. Die andere von Catrice, ist ja auch Catrice, die andere, dieser Lash Changer, die ist mehr so eine Kratzebürste, so eine richtige, wie so eine kleine Stoppelbürste. Und ich bin mal gespannt jetzt dann, wie die ist. Ne? Also werde ich testen. Das ist eine Extreme Volume, die ist so orange, seht ihr, rot, kein rosa. Es gibt da ja verschiedene Farben. Wie gesagt, ich kenne sie noch nicht. Ne? Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob sie gut ist. Ich hatte sie nur, glaube ich, bei Instagram. Irgendwo hat die jemand gezeigt und hat die so gefeiert. Wer war das denn? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Einer von den Mädels bei Insta, denen ich folge. Und da habe ich gedacht, gut, mit Mascara, ey, bin ich immer dabei. Dann habe ich zwei Produkte wieder nachgekauft. Und zwar ist das, das hatte ich lange nicht gekauft. Und es ist der beste Stift für die innere, also für die Wasserlinie. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich meinen Concealer aufgetupft habe, dann ist mein Auge manchmal noch so gerötet von innen. Und dann nehme ich diesen Nude Couture von Manhattan. Amazing. Das ist ein Kohlkajal. Und damit gehe ich in die innere Wasserlinie. Und es ist der beste Kohlkajal in diesem Leben für mich. Ich habe echt so viele gehabt. Und der hält Bombe. Der hält auch. Also normalerweise macht ihr ja den Kohlkajal dahin und macht einmal so und dann ist er weg. Und der deckt, also habe ich das Gefühl, der nimmt wirklich die Röte aus den Augen und das hält. Und auch ein Nachkaufprodukt ist von Catrice, diese Slimmatic Ultra Precious Eyebrow. Dieser Stift, ein dünner, der hat so eine ganz feine Spitze. Ich habe da die Farbe 040 Cool Brown und den habe ich immer im Vorrat. Immer. Jetzt machen wir mal kurz hier ein bisschen Deko. Es raschelt. Was ich so süß finde und was jetzt sofort in meine Küche oder vielleicht kommt es ins Kinderzimmer. Ich weiß es noch nicht. Ich packe es mal für euch aus, ist diese, das raschelt jetzt so doll, ne? Ich glaube, ich hole es erstmal raus und rede danach. Und zwar habe ich hier einmal dieses süße Blatt. Oh, ich finde das so schön. Das hänge ich wahrscheinlich ins Kinderzimmer ans Fenster. Oh, finde ich total süß. So ein Herbstteil mit so kleinen Zapfen hier unten. Ja, fand ich jetzt richtig hübsch. Brauchte ich unbedingt. Und dazu, das kommt auf jeden Fall ins Kinderzimmer, ich liebe es, auch das macht so gute Laune, das ist dieser Drachen und auch im November kann das noch hängen, also bevor man dann an diese Weihnachtssachen kommt, ne, das hängt dann bei mir jetzt lange. Also ich lasse ja auch lange Halloween
lange noch, bis ich dann, ich fange dann im Dezember erst an. Also, und dann hat man trotzdem so ein bisschen was Buntes und Schönes und macht gute Laune. Ja, ein Drachen aus Filz. Und, oh Gott, die fand ich auch so süß. Das ist auch eine Filzgirlande. Die hole ich jetzt auch gleich raus. Ach, die ist auch so süß. Das sind so kleine Eichhörnchen. Und ja, die hänge ich auch jetzt mit ins Kinderzimmer oder an die Tür. Mal gucken. Vielleicht hänge ich die auch bei uns ins Haus an die Tür außen. Ach, dann hat man doch gleich gute Laune. Wir wohnen ja in einem Altbauhaus und da sieht das manchmal im Haus nicht so schön aus. Es muss da ganz viel gemacht werden, ne? Aber naja, und da hänge ich dann das hin und es macht dann gleich gute Laune, hoffe ich. Ist so schön bunt. Ja, das lege ich doch jetzt mal hier direkt so neben mich. Habe ich gleich ein bisschen Farbe hier. Machen wir mal weiter. Ich habe noch ein kleines Beauty-Produkt, was ich durchaus gut finde. Also, es gibt ja ganz viele Augenmasken und ich habe da auch einiges ausprobiert. Und es ist jetzt nicht die, die ich so sehr feiere, weil die rutscht und das nervt mich. Also, die sind so gelig, nur dass ihr es wisst, ne? Nicht, ja, dass ihr mir das dann vorhaltet. Ich sag's euch. Es kann sein, dass die verrutschen. Also, ihr müsst, wenn ihr die Teile benutzt, euch ruhig halten. Sollt ihr auch machen, ist ja auch gut. Aber das ist nichts für die Badewanne oder so. Ich lege die in den Kühlschrank und am Morgen, wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich brauche so einen frischen Kick irgendwie, also wenn ich Zeit habe, das geht natürlich im Alltag, schaffe ich das selten, dann mache ich mir das hier so unter die Augen und das sind diese so von Yuti, diese iPad-Mask. Ich nehme die immer mit Aloe Vera. Man soll die 25 Minuten drauf lassen. Also ganz ehrlich, das habe ich noch nicht geschafft. Ich schaffe immer so 10 Minuten. Dann mache ich die aber wieder in die Packung rein und lege die nochmal in den Kühlschrank und benutze die immer ein zweites Mal. Ja, gebe ich zu, das mache ich schon. Jetzt kommen für mich neue Sachen, Nahrungsergänzungsmittel. Und da möchte ich aber gleich vorneweg sagen, ihr besprecht alles mit eurem Arzt, mit eurem Menschen des Vertrauens, der für euch da ist, wenn es euch nicht gut geht. Ihr lasst euer Blutbild checken, ne? Ihr macht da ein großes Blutbild am besten. Nehmt mal das Geld in die Hand, lasst alle Werte testen. Ich habe das jetzt gemacht. Vor, wann habe ich das gemacht? Jetzt einen Monat, 2 Monate her. Und bin super begeistert. Also ich mache meine Sachen gut. Nicht, dass jetzt hier einer schreibt, oh, du dosierst hier über oder so. Nein, ich habe das im Griff, ne? Was ihr hier seht, ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben oder aus meinem Einkauf. Und ja, also fühlt euch da jetzt nicht von mir provoziert, das möchte ich nicht. Ich kaufe mir nur die Sachen, die für mich halt gut sind, die für mich gut funktionieren, wo ich gelesen habe. Und jeder Mensch ist ja sehr, also jeder ist ganz besonders und wir alle haben ganz verschiedene Bedürfnisse in unserer, ich glaube, das ist sogar genetisch vielleicht irgendwo festgelegt und deshalb, das ist ein großes Thema, ne? Also nicht, dass mir jetzt hier wieder einer hier einen Roman schreibt. Und es gibt ja immer so diese Frauen, die dann so mit dem Zeigefinger, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel zeige, ihr müsst das ja gar nicht gucken, könntet jetzt vorspulen. Es kommt dann noch mehr. Aber das erste Produkt, was mich so sehr reizt, ist dieses Astaxanthin Lebenskraft pur. Da sind 30 Kapseln. Ich habe gelesen über Astaxanthin und ich war sehr begeistert. Das ist vegan. Das wird aus einer Blutregenalge gewonnen. Das kann man auch ganz heftig nicht vegan einnehmen, würde ich nicht machen. Also mir ist es wichtig, dass es vegan ist, also keine nicht tierischen Ursprungs. Und das ist ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Antioxidant habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ist sehr wichtig für unsere Zellen, ob das jetzt zum Thema Äußerlichkeit ist, natürlich aber unsere ganzen Zellen in uns und ich verspreche mir, dass es mir vielleicht gut tut. Und wenn ich jetzt so durch diese graue Jahreszeit gehe, dann irgendwann, dann habe ich irgendwie einen kleinen Helfer und ich hoffe, ich vertrage es. Ich habe noch keine einzige davon genommen. Berichte ich euch dann. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann erzähle ich euch darüber mehr. Ich finde es ganz sympathisch. Es ist eine kleine Glasflasche. Ich zeige es euch vielleicht jetzt auch noch mal in der Nähe, dass falls ihr das auch bei DM ausprobieren wollt oder wo auch immer, man kann es auch online bestellen, so eine kleine Flasche. Ein Produkt, was für mich super gut funktioniert und mein Eisenwert ist Bombe, da bin ich so froh, das sind diese kleinen Sanotakt-Eisentabletten und ich nehme davon auch nur eine am Tag und nicht zwei, wie hier vorgeschrieben. Eine reicht mir, vertrage ich super gut. Ich nehme die am Morgen und zwar als erstes auf nüchternen Magen. Mit meinem Omnibiotik, dann warte ich etwas und dann trinke ich ja mein Hyaluron.
Und mein flüssiges Hyaluron von Proceanis, was das Beste in diesem Universum ist, ist für mich so gut. Deshalb bekomme ich auch keine Magenschmerzen, wenn ich Eisen nehme. Das nehme ich dann zeitversetzt und damit beruhige ich dann meinen Magen. Also wenn euch das interessiert, guckt bei mir unten ins Video. Ich habe immer einen Code bei Proceanis, immer, weil das machen die langfristig. Und das ist so, so, so gut. Also das kann ich euch halt hier nicht zeigen, weil das gibt es nicht in der Drogerie. Aber das ist für mich elementar an Nahrungsmitteln zusammen mit Eisen. Dann zeige ich euch noch hier obligatorisch Gerstengras. Ist bei mir immer im Einkauf dabei, weil ich habe das immer als Backup stehen. Ganz wichtig, trinke ich jeden Tag einen gehäuften kleinen Teelöffel in naturtrüben Apfelsaft. Und ich schwöre drauf, mir tut es einfach gut. Und wie gesagt, mein Blutbild war... Das ist ja immer wichtig, dass man sich das auch echt dann anguckt und nicht irgendwas in sich reinkippt. Aber da habe ich echt ein gutes Körpergefühl. Ich weiß, ich höre in mich hinein und es gibt auch Tage, wo ich kein Eisen nehme. Oder auch mit Magnesium. Es gibt Tage, da brauche ich Magnesium. Ich kann das nicht erklären, warum. Und dann nehme ich abends eine kleine Kapsel Magnesium. Deshalb habe ich mir auch hier dieses Calcium-Magnesium jetzt mitgenommen. Und das ist halt für die Muskelaktivität oder wenn man Sport gemacht hat, ganz gut. Das ist jetzt von TTZept, hatte ich so noch nicht. Da sind so Kapseln. Und wie gesagt, das ist ein Produkt, was ich nicht irgendwie täglich dauernd mache. Das ist sowas, was ich nach Gefühl mache. Mit Vitamin K2 und D3, was ich aber auch als Öl supplementiere. Also Vitamin D benutze ich tatsächlich täglich als Öl. Kennt ihr wahrscheinlich auch von mir, hoffe ich. Wenn nicht, schreibt es mir, dann mache ich ein Video. Und was ich aber jetzt ganz neu für mich einmal ausprobiere, ist von Abtei dieses Beta-Carotin, B-Vitamine. Und ja, das muss ich jetzt mal machen, weil Beta-Carotin, ich hatte ein Produkt aus der Apotheke, dieses Sonnenvitamin. Und das fand ich so gut. Ich habe das gemacht vorm Sommer schon länger. Und wir waren ja den ganzen Sommer in der Sonne. Also ich war erst irgendwie auf Kreta. Es war da super warm und tolle Knallsonne. Wir hatten hier einen sehr schönen Sommer. Wir waren auf Sylt und hatten irgendwie fast 3 Wochen Megasonne am Strand. Und ich habe mich nicht verbrannt. Also ich habe meine Haut wirklich gut vorbereitet. Und ich möchte einfach meine Haut noch weiter jetzt pflegen. Und deshalb ist es mit diesem Beta-Carotin. Oh Gott, heute rede ich viel, ne? Dann, kennt ihr auch schon alle? Also die, die hier immer reinschauen, aber... Nein, ich werde jetzt nichts anderes kaufen, nur um mich hier interessant zu machen, sondern ich kaufe natürlich meine grüne Energie, diesen Yogi-Chai. Herzlich willkommen an alle Neuen. Der beste Tee überhaupt, der grüner Tee und der Kappa-Tee, dieser Be Happy, mein Lieblingstee am Tag, aber nur am Tag, nicht am Abend. Abends habe ich dann wieder so andere Teemischungen. Ja, und an alle, die immer wieder reinschauen, ich bedanke mich von Herzen bei euch, dass ihr hier reinschaut und denkt, da kommt sie wieder. Ja, vielleicht hat es auch sowas, weiß ich nicht, Beruhigendes für euch, dass ich hier nichts Neues zeige. Kann ja sein. Genauso, wie ich das Spee, das zeige ich auch schon jahrelang. Ich liebe mein Spee und Persil, diese beiden. Ich bin da immer so im Wechsel, also ich kann mich da gar nicht entscheiden. Jetzt war es mal wieder Spee. Ganz wichtig, Dr. Beckmann Geruchsentferner, wenn ihr Kinder habt und die kommen so richtig muffig, stinkend nach Hause, benutzt das. Wenn wir jetzt so Richtung, ja, ist vielleicht auch ein Thema, wir waschen. Also ich muss ehrlich sagen, ich mache im Moment nicht so oft die Kochwäsche. Na, 90 Grad, da die Maschine jetzt, man denkt ja irgendwie an diese ganze Energieproblematik. Wasche ich also auch die Wäsche jetzt einfach mal bei 30 Grad, 40 Grad. Ich sage euch, mit diesem Geruchsentferner killt ihr trotzdem alle Bakterien und die Wäsche kommt duftend aus eurer Maschine. Ey, worüber reden wir hier? Dann regelmäßig kaufe ich natürlich meine Allzwecktücher. Das sind jetzt diese mit Melone. Finde ich den Geruch halt sehr gut. Praktisch mit Kindern und Katzen. Da zeige ich euch aber auch nur kurz diese beiden. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nicht so interessant. Aber das kaufe ich halt immer. Und es war halt in meiner Tüte. Deshalb zeige ich es euch. Und ich weiß jetzt schon, der Bruno, der steht an der Tür und trommelt hier mit den Krallen und denkt sich... Gibt mir Zeichen, dass er essen muss, ja. Ich sag's euch, mein Bruno, der ist ja immer, macht immer meine Witze, aber ich glaube, er fühlt das wirklich. Der steht immer so völlig verzweifelt vor seinen Näpfen. Also er hat da nicht nur einen, er hat Trockenfutter, Nassfutter, Wasser, immer frisch. Das steht da auch immer. Es ist immer Nassfutter in der Schale, immer frisches Wasser, immer Trockenfutter. Er steht davor völlig verzweifelt, schreit mich an,
bis ich eine neue Tüte aufmache. Dann mache ich die Tüte da rein, dann ist er kurz super glücklich. Dieser Effekt hält vielleicht für eine halbe Stunde an und dann steht er wieder verzweifelt davor. Deshalb, also ja, das sind eigentlich so Leckerlis. Ich brauche da schon sehr viel. Ich habe schon so viel ausprobiert. Ey, ich habe alles probiert. Ich habe ihm irgendwann, gab es bei Edeka, gibt es da super teuer Katzenfutter irgendwie für, also ich glaube 3 Euro so eine Tüte. Dachte ich, komm, du probierst das mal aus. Vielleicht wird er das ja lieben und du hast ein gutes Gefühl, weil du kaufst hier teures Biofutter. Ja, er hat es noch nicht mal gekostet. Er hat daran und war weg. Ja, das heißt aber nicht, dass das für eure Katzen gut ist. Ne? Also wenn die das fressen, dann seid froh. Meiner ist total verwöhnt und ja, ist halt ein alter Kater. Und ja, also ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, wenn ihr Haustiere habt. So, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann werden euch immer alle meine Videos auch angezeigt. Bei Instagram könnt ihr vorbeischauen, dann nehme ich euch mit durch mein Leben. Und ja, ich habe einen sehr feinen, kleinen Insta-Kanal. Bin da sehr, ja, das ist so, mein Herz hängt da irgendwie auch dran. Das mache ich total gerne. Ich habe mir das auch mal überlegt, warum mache ich überhaupt Instagram? Aber das ist so meine Me-Time, ne? Also wenn ich dann kurz in das Handy reinrede, ich bekomme wahnsinnig liebe Nachrichten, Feedback von euch. Das ist so meine Zeit. Das ist mir auch irgendwie heilig und das mache ich auch. Zum Spaß, da gibt es nicht große Kooperationen oder so. Es gibt ja, ich glaube, die meisten Menschen, die Instagram so betreiben, schon auch in dem Stil, wie ich das mache, die machen da, ist aber völlig legitim. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich finde es völlig in Ordnung, dass man Kooperationen macht und davon lebt und einfach da sein Ding macht. Das ist bei mir nicht so. Ihr bekommt von mir nicht so viele Kooperationen, weil ihr wisst ja, ich habe einen normalen Beruf. Nein, aber Instagram ist auch ein normaler Beruf mittlerweile. Ne? Ich möchte das nicht hier so komisch irgendwie sagen. Ich finde das völlig okay. Ich liebe die Stories zu gucken von ganz vielen tollen Frauen, die das beruflich machen. Und ich liebe das. Ich gucke das gerne. Ich lasse mich inspirieren. Ich kaufe mir den Codes dann ein. Also ich bin da, gebe das alles zu. So, jetzt höre ich aber wirklich auf zu quatschen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Passt auf euch auf. Kuschelt euch ein. Macht es euch schön. Dekoriert eure Wohnungen und Häuser. Macht es euch gemütlich und ja, alles Liebe und bis bald.